Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Awakening. Ja, es geht jetzt richtig los. Wir werden in ein neues Kapitel eintreten, in ein Story-Kapitel vor allem Ding in Fire Emblem Awakening. Und wie ich schon im letzten Part erwähnt hatte, es wird ein Kapitel geben, in dem sich einige Story-Änderungen in der Geschichte auftun. Emerin wurde von Gerangel und seinen Idioten von Plegia gefangen genommen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, sie aus ihren Fängen zu befreien. Und deshalb legen wir los. Kapitel 9, Emerin. Schloss Plegia. Und da sind schon wieder diese beiden Fritzpiepen da von Aversa und Gerangel. Also, Kommandant, fassen wir euren Bericht kurz zusammen. Ihr könntet nicht bestätigen, dass diese jelesianische Truppe das Fire Emblem hat. Und ihr wisst nicht, ob Prinz Chrome sich persönlich unter ihnen befindet. Habe ich das richtig verstanden? Jawohl, Herrin. Die Luft war voller Sand. Wir konnten noch nicht einmal ihre genaue Zahl bestimmen. Vielleicht, Hauptmann, hättet ihr euch ihnen etwas nähern müssen. Etwa so. Alter! Oh nein, es tut mir leid. Wie das abgeht bei denen. Entschuldigung, angenommen. Töte nicht alle meine Soldaten, Liebes. Ein paar brauchen wir noch für die Jelesianer. Sie werden bald hier sein und Chrome und das Fire Emblem mit ihnen. Ganz bestimmt. Das, der sentimentale Prinz wird unvernünftig, wenn seine Schwester bedroht wird. Und wenn sie hier sind, dann werden wir ein Massaker veranstalten, das ihres legendären Vaters würdig ist. Ja, die sind einfach nur Idioten. Muss man mal so sagen. Oh. Sire. Die Erhabene soll morgen im Schloss hingerichtet werden. Ich vernahm es direkt aus des Königs Mund her. Right. Dann ist es also soweit. Die Ereignisse entwickeln sich genauso, wie du gesagt hast, Jenny. Bisher schon, ja, aber morgen wird die wahre Herausforderung folgen. Kopf hoch, zeig etwas Selbstvertrauen. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Dein Plan bringt zwar gewisse Risiken, aber keine größeren als unbedingt nötig. It's all right. Wir finden einen Weg, das durchzuziehen, Jenny. Mach dir keine Sorgen. Morgen und um diese Zeit wird M schon mit uns auf dem Heimweg sein. Ja. Das hoffe ich. Meister Grima, die erhabene Emerin wird am morgigen Tag hingerichtet. Die Ereignisse werden wieder ihren vorbestimmten Lauf verlaufen. Ich hätte niemals an der Wahrheit eurer Worte zweifeln dürfen. Das Joch des Schicksals kann niemand ausschütteln. Doch jeden Schritt ihres Widerstandes nähern sie sich eurer Zukunft auf finsterer. Und was war das jetzt? Jenny? Hey Jenny, was ist los? Hast du einen Albtraum? Oh. Ein Traum? War es das? Ja, es muss ein Traum gewesen sein. Verzeihung, wie kann ich dir helfen, Lisa? Was führt dich in mein Zelt? Frederick sagt, es sei an der Zeit aufzubrechen. Und ohne dich können wir wohl kaum unseren Plan umsetzen. Okay. Ja, was es damit zu bedeuten hat, das weiß keiner. Und das sieht mal gar nicht gut aus. Oh. Das sieht wohl gar nicht gut aus. Oh, und das ist ja er schon wieder, dieser Schönling. Verehrte Untertanen, Krieger von Plegia, willkommen. Willkommen alle miteinander. Eure Vorfreude erfüllt die Luft. Wir alle erinnern uns noch an die Verbrechen, die Jelesee begangen hat. Wollt ihr nicht auch, dass diese Hexe heute für die Verbrechen ihrer Familie bezahlt? Ja, das tut ihr.
Heute werden wir endlich Gerechtigkeit erfahren. Henker, werdet ihr bitte so freundlich? Kenflavia, überlass das mir. Wow, das war mal ein, das war mal ein Treffer nach Vorschrift. Alle Einheiten, jetzt! Ja, so kann man auch mal so eine Zeremonie stören. Aversa, wow. Die haut ja mal schon mal rein. Und da haben wir auch ihn hier, Gerangel. Ein Gauner. Und der hat einen Drachenstein. Warum das? Oh, und dann haben wir hier wohl... Oh, da haben wir schon einen General. Oh, wir kämpfen schon zum ersten Mal wohl gegen eine weiterentwickelte Einheit. Oh, sehr interessant. Aber sonst sieht es hier nicht so aus, als wenn wir hier heftige haben. Moment mal, Novi, die könnte ich sogar mitnehmen. Genauso wie Gregor. Aber Gregor will ich nicht mitnehmen, nur... Ah, Mist, die ist nur Level 3. Ich hatte mir nämlich überlegt, dass ich Novi, dass ich jetzt Novi ein Zweitsiege gebe, sodass sie zu einem Bogenschützen wird, weil ich keinen Bock habe auf Virion. Aber gut, ob sie überhaupt das bekommt, das ist natürlich die andere Frage. Aber den anderen wird sich das ehrlich gesagt wenig lohnen. Naja gut, vielleicht nur bei Cordelia, aber... Oder sollen wir Cordelia nehmen? Oder Gregor, vielleicht wird er jetzt zu einem. Er ist nämlich schon Level 10, aber ich finde ihn eigentlich doof, Gregor. Jetzt mal ganz ohne ihn jetzt irgendwas nahe zu wollen. Aber ich habe ihn ja in meiner ersten Datei trainiert, aber... Ja, nee. Moment mal, ich kann ja kurz gucken, ob er das könnte. Könntest du dich weiter... Also könntest du dich zu einem Bogenschützen entwickeln? Nee, kann er sogar gar nicht. Na gut, dann hat sich das ja sowieso erledigt. Der könnte sich nur zu einem Barbar oder zu einem Myrmidon entwickeln. Und das mache ich nicht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir Novi rein. Genau, das machen wir. So, dann noch kurz die Einheiten alles überprüfen hier. Novi ist gut. Frederick auch. Jenny auch. Ja... Ja, wobei er nicht. Er kann mal seinen Bogen da abgeben. Und er auch. Aber ihr seht schon, es wird wohl jetzt wahrscheinlich ein heftigeres Kapitel werden. Würmtöter. Gibt's hier Vivian? Ja, die gibt's hier. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir auch einen Vivian-Töter mit. Aber den soll dann Gaius mitnehmen. Einen Würmtöter. Dann gibt man das Eisenschwert hier ab. Ja, genau. Lager das. Oder wir können das ja so machen. Aufladen. Genau. So, und dann nimm du mal deinen Würmtöter mit. Da, Würmtöter. Ist vor allen Dingen sehr stark gegen solche Idioten. Ja. Ja, nimm einfach mal nochmal Wind mit. Callum, du kannst... ein Langspeer. Aber wir haben, glaube ich, keinen mehr, ne? Ne, wir haben keinen... Ne, wir haben keinen Langspeer mehr. Wir hätten so einen Holzscheit, aber das brauche ich nicht. Und er du könntest eine Silberlanze verwenden. Ja gut, dann nimm du mal eine Silberlanze mit. Wobei, ich glaube, die könnte Sully auch nehmen. Aber gut, die kann ja auch da bleiben erstmal. Aber die könnte jetzt wahrscheinlich ein Stahlschwert nehmen, ne? Aber wir haben keins mehr übrig. Schade. Oder Eliwoods Klinge. Aber nee, verwahre ich mir auch nochmal. Ja gut, dann sieht das eigentlich gut aus. Ne? Dann können wir eigentlich starten. Ja, wobei, du gibst noch Hektors Axt ab, aber die gebe ich jetzt nicht weg, weil die ist zu stark. Ja, und ich würde sagen, wir können loslegen. Mehr haben wir nicht zu tun, außer dass wir nochmal speichern. Okay, und dann, ja, let's go. Nehmt euch zunächst die Soldaten vor, um Gerangel kümmern wir uns später. Oh, werdet ihr das tun? Wir haben dich erwartet, Prinzling. Tötet ihn! Tötet seine Schwester, seine Truppen, seine Freunde und auch alle. Tötet sie alle. Ja, und jetzt haut er natürlich ab, ihr Feigling, ist klar. Naja, oha, der kann sich hier richtig wahnsinnig bewegen. Und die Musik hier erstmal. Ja, ich kann euch aber auch schon versprechen, die werden wir wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gehört haben. Das nämlich, glaube ich, das, wie heißt es nochmal, das Plegia-Thema. Glaube ich zumindest. Okay, da kommt... Der kommt auch nicht hin. Okay, da kommt nur er hier hin. Und der hier, okay. Da kommen auf jeden Fall erstmal diese hier. Dann geh du erstmal weg hier. Genau, du gehst einfach mal hier hin. Nimmst dein Eisenschwert. Ja, nimmst dein Eisenschwert.
genau. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen umdenken hier auf jeden Fall. Du gehst dahin und nimmst deinen Schnitter. Ah, ne, du gehst da nicht hin. Du gehst hier hin und nimmst natürlich Wind. Und du gehst dahin und nimmst natürlich deinen Würmtöter. Hm? Also sollen wir heute hier töten oder sterben? Nur auf Geist des Königs? Pfff, diese Jelesianer sind mir egal. Wir haben keinen Grund zu kämpfen. Nur ein Befehl. Wolltest du das alles? Außerdem kann ich gut selbst entscheiden, wen ich hassen will. Okay. Die scheint mir nicht so drauf aus zu sein, dass sie kämpfen will. Sollten wir uns merken. Sollten wir uns merken. Vielleicht können wir ja sie zu rekrutieren. Oh, wer ist das übrigens? Libra. Okay, keine Ahnung, wer das ist. Anscheinend gehen sie jetzt alle erstmal auf ihn, aber na gut, er scheint mir eine Weile. Ja, er ist, glaube ich, eine weiterentwickelte Einheit. Er ist nämlich so ein komischer Axtheiliger oder so. Das ist, glaube ich, eine neue Klasse, die es hier gibt. Ja, das war gar nichts. Wow, und er killt ihn auch nur gerade so. Ich finde es jetzt blöd, dass er ausgerechnet auf ihn geht, aber naja, gut. Aber das finde ich gut, dass er jetzt auf Rikin Gaius geht. Nicht? Ja, nicht treffen. Ja, natürlich macht er das nicht. Aber dafür zieht er ganz schön viel mit seinem Würmtöter ab. 25, das ist schon eine ganze Menge. Und Chrome könnte jetzt auch ein Silberschwert benutzen, wenn wir lustig wären. Hm? Erhabene Emmerin. Nein, mögen die Götter mich rasch zu ihr führen. Okay. Boah, die gehaut der oder die, was das auch ist. Hört sich eher nach einer die an. Ja, die haut rein mit 32. 32 Crit-Chance mit einer Meister-Axt. Muss man mal Respekt zollen. So, Weik, du kümmerst dich natürlich um den hier, das sollte klar sein. Und der gibt uns einen neuen Langspeer. Das finde ich gut. Können wir gut gebrauchen. No damage. Ja, ich rule. Und eine neue Langspeer. Wunderbar. Chrome. Ne, Moment mal, das könntest du auch du machen, ne? Ja, ne, ja, mach das du mal. Oder ne, Moment mal, wie viel ziehst du ab, Rikin? Ja, du kannst gut vorschwächen, dann mach das mal mit Wind. Ja, und dann soll Sully den natürlich umbringen. ja, Eisenschwert passt. Wow. Und nochmal Level Up. Oh yeah. So, Chrome, du gehst einfach nach vorne. Was sonst auch. Bleib mal im Eisenschwert. Du gehst auch nach vorne, mehr oder weniger. Oder, ach nee, du kannst dich um den kümmern. Ja, dann mach das mal. Ja, da reicht das Eisenschwert aus. Aber die Musik hier, ey, muss man schon sagen, die ist hier ganz schön geil. Es gibt hier einige geile Musikstücke in dem Spiel, muss ich echt schon sagen. Aber das kann ich euch auch versichern. Gaius, du kannst natürlich auch jetzt nach vorne gehen, wenn der Bogenschütze ausgeschaltet ist und kannst natürlich auch von Lisa geheilt werden. Und eigentlich wollte ich ja jetzt wieder, dass Novi und Gaius zusammenkommen, naja. Ich werde aber jetzt Novi gucken, dass ich sie dann nur auf Level 10 dann bringe, um zu gucken, ob sie, sag schon, dass sie, dass sie sich vielleicht zu einem Bogenschützen wird. Aber wenn nicht, dann, ja, dann ist es auch nicht schlimm. Ihr seht ja auch mal, wie das ist, wenn man dann eine Manakete trainiert. Es gibt noch ein Fire Emblem, wo ich das machen werde. Vielleicht sogar zwei, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall gibt es mindestens eins. Und zwar Fire Emblem Sacred Stones, was wahrscheinlich, ja, was wahrscheinlich eventuell das nächste sein Fire Emblem sein werden kann. Weil da bin ich eigentlich schon drauf und dran, das mal zu machen, aber naja, gut. Und anscheinend steckt Libra noch eine Menge ein, sodass wir da gleich zu ihr kommen. Wo steckt die Wyvern-Brigade? Schneide ihn den Weg ab! Sofort! Okay, ich glaube, wir sollten uns beeilen. Fällt mir nur so auf. Okay, Kombination.
Okay, du willst also uns neue Vivian-Ritter vorschicken? Na dann komm ruhig mal, mein Freund. Das ist ein Bogenschütze. Da müssen wir aufpassen. Den können wir noch nicht hinlocken. Okay, dann bleib erstmal hier stehen. Sumia. Wir sollten uns mal nochmal gucken, dass wir hier alle nach rechts schicken können, weil dann können wir uns mehr bewegen. So, der kam dahin, ne? Ja, genau, der kam dahin. Okay, dann soll das einfach mal Sally machen. Mit, Moment mal, was hat der denn? Langspeer? Nein, nur eine Stahllanze. Okay, dann nimm du einfach mal deine Meisterlanze. So, du gehst dahin. Und sie kommen natürlich auch nach vorne. Okay, nächster Angriff auf Libra. Aber ich denke mal, der sollte nicht überleben. mit seiner Lanze. So. Ja, das war auch geplant. Passt ja. Ja, ich muss aber auch sagen, Sally macht ihr einen richtig starken Job. Vor allen Dingen, wenn sie dann jetzt auch crittet. Aber ich denke mal, mit dem Support, den sie mit Riken hat, ist das eigentlich klar. Da war das klar, wenn man so ehrlich sein soll. Und es tut mir leid, dass ihr jetzt gerade nicht so viel gehört habt oder nicht viel haben solltet, weil ich bin aus Versehen an den Lautstärkeregler des 3DS gekommen. Okay, sie heilt sich. Interessant. Du könntest dich um den Bogenschützen kümmern. Ich hoffe jetzt mal, dass da kein anderer mehr kommt. Also da käme keiner. Gucken wir mal. Du nimmst jetzt erstmal wieder deinen Phaichion. Oder nee, nimm mal deinen Raphir. Ja, genau. Du könntest ja eigentlich... Oder nein, ich möchte eigentlich noch nicht so mich in die Reichweite der Vivian stellen. Weil vielleicht möchte ich da noch jemand anders trainieren. Wie zum Beispiel ihn hier. Du könntest aber mal ein Heilmittel verwenden. Oder nee, da ist ja wieder sie. Ach nee, du bist voll geheilt. Okay, muss irgendwas sonst geheilt werden? Nicht wirklich. Aber ihr könnt mal wieder eine Kombination bilden. Ja, ne, dann könnte man das eigentlich machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn sie ihn auch killt. Aber gut, dann nehme ich natürlich auch eine Stahllanze. Oder ja, gut, nehme so die Eisenlanze. Weil, ja, die Eisenlanze mit einem Angriff reicht das natürlich nicht. Und ich möchte, wie gesagt, nicht dass Sumia von einem Bogenschützen angegriffen wird. Weil das ihr Tod ist. Ich kann das nicht oft genug betonen, dass das, ja, brutal ist und nicht gut. Genau, geht die auch jetzt mal einfach mal so in Kombi, damit wir schneller unten sind. Oh, sie redet automatisch schon mit uns, das ist gut. Hey du da, warum kämpfst du allein? Ah, du liebe Zeit, ihr seid Prinz Chrome, der Bruder ihrer Gnaden, der Erhabenen. Du kennst mich? Euch kennen? Selbstverständlich, Hoheit. Alle jelesianischen Geistlichen kennen euch. Ich muss den Göttern dafür danken, dass sie uns zusammenführen. Oh, allerhöchste und himmlischste, könnten die Gebete nicht bis nach dem Kampf warten? Wir müssen nun handeln. Wie war? Wir eilten her, um zu kämpfen, sobald die Hinrichtung bekannt wurde. Wir? Also gibt's noch mehr von deiner Sorte? So ist es. Doch viele tapfere Kameraden sind auf dem Weg hierher gefallen. Ich begann bereits am Zweck meines Kampfes zu zweifeln. Aber dies ist jetzt vorbei. Bitte, Hoheit, meine Axt gehört euch. Deine Liebe zu meiner Schwester ist deutlich erkennbar. Es wäre mir eine Ehre, wenn sie eine solch fähige, spirituelle Frau uns anschlösse. Mann, Hoheit. Spiritueller Mann. Du bist keine Frau? Beg pardon. Nein, Hoheit. Eine Frau ist eine Geistliche. Ich bin ein Heiler. Nun, eigentlich sogar ein Kriegsheiliger, wenn ihr es ganz genau nehmen wollt. Ich wollte damit nicht andeuten. Nun, es ist mir ausgesprochen peinlich. No. Oh, das macht nichts, Hoheit. Glaub mir, das alles hätte noch viel peinlicher ausgehen können. Sehr viel peinlicher. Gut, belassen wir es dabei. Ja, ich glaube, das war Chrome jetzt ganz schön unangenehm. Und das ist mir jetzt unangenehm, wenn da jetzt solche blöden Vivian jetzt auf einmal von oben kommen. Das ist ja schön zu wissen, dass die jetzt auf einmal von oben kommen. Ich hatte jetzt eigentlich nicht damit gerechnet. Ja gut, die haben jetzt in unserem Team... Oh, die hat sogar Magieschild. Interessant. Und auch eine große Reichweite. Magieschild bewirkt, wenn ihr das wissen wollt, dass der Resistenzwert der Einheiten sich ein bisschen verstärkt.
Aber das nur so jetzt zur Info. Nur das finde ich jetzt ein bisschen blöd jetzt, ehrlich gesagt, dass sie ja jetzt von hinten kommen. Ich hatte jetzt eigentlich gerechnet, die kommen hier, weil Weg abschneiden. Ich denke eigentlich, die kommen hier hin. Ach, naja, was soll's. Kann man nichts dran ändern. Na, dann kommt mal her, ihr. Oh, die kommen jetzt auch. Interessant. Wir werden also jetzt ein bisschen umzingelt. Mehr oder weniger. So, wow, sehr schön, Gaius. Sehr schön. Muss ich ja mal sagen, sehr schön. Sehr schön, Gaius. One-Hit mit einem Würmtöter. Nicht schlecht. 13. Oh, und ich sehe auch schon, der Part geht hier schon wieder ganz schön lang. Das gefällt mir ja weniger. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir uns noch um diese Vivian kümmern, und das müssen wir wohl mit Doppeltangriff machen. Ja, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet im nächsten Mal wieder ein. Danke, Vike. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen hier. Ihr merkt schon, es geht jetzt wohl storytechnisch ein bisschen mehr ab. Das verspreche ich euch, dass es da abgehen wird. Ja, ich denke, einer wird jetzt wahrscheinlich am Leben bleiben, weil die kriege ich jetzt, den letzten kriege ich leider nicht mehr. Ich kann das jetzt noch. Oh, ich kriege gar keinen mehr. Das könnte ein bisschen gefährlich ausgehen. Wie machen wir das jetzt am besten noch? Genau, wir heilen einfach mal nochmal Sully mit Libra. Und dann müssen wir hoffen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich das Kapitel nochmal neu starten darf. Und da der Elfenwind hat, werde ich den nicht angreifen. Ja, okay, lass mir den kommen. Aber Moment mal, wie weit kommt der hin? Der kommt da hin und der auch. Na, nicht so. Moment mal, da. Ne, da müssen wir das anders machen. Oder Moment mal, dieses Feld. Da kommt nur der hin. Die Vivian, die kommen da nicht hin. Nein, die kommen da nicht hin. Okay, dann soll Sumia sich hier hinstellen. Mit ihrer Stahllanze. Okay, den Angriff schauen wir uns jetzt noch an. Und dann im nächsten Part. Autsch, es ist dann Zeit, den Part zu beenden. Im nächsten Part ist es Zeit, den Part zu beenden. Ja, macht auch Sinn. Ich meine natürlich nach diesem Zug des Gegners, wenn wir den Part beenden. Okay, die gehen auf Vike. Das finde ich gut. Vike hat viel KP und kann deshalb einiges einstecken. Das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut, wenn ihr mich fragt. Ja, das ist sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen frage ich mich, was das bringt, ihn mit einem Wurfbeil anzugreifen. Es gibt Dinge, die wären viel besser. Ich hatte nämlich jetzt die Angst, dass die alle auf Gaius gehen, aber gut, dann eben nicht. Gut, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder von Fire Emblem Awakening. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Oh yeah.